Da dachten wir im letzten Part, wir haben endlich das Finale. Wir kämpfen gerade gegen den Endboss. Aber nein. Wir haben zwar gegen Schmiedrich, glaube ich, gekämpft, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich... Doch, das war doch irgendwie Schmied... Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt in einer so Art Paralleluniversum, also nicht Paralleluniversum, also in einem anderen Universum und müssen hier noch irgendwie gucken, dass wir das hier aufhalten können. Und da sind wir jetzt gerade dabei, hier in der... Wie heißt denn die Welt überhaupt? Ich muss mal kurz gucken, hier Weltenkarte. Festungsregion... Na, naja, es ist ja nur die Region, wo ich gerade bin. Ach, wie auch immer das hier heißt. Warte, da kann ich mal kurz auf den Speicherblock drücken. Waffenwelt. Waffenwelt nennt sich das. Ach ja, weil hier auch eine ganze Menge Waffen sind. Waffen und... Ja gut, okay. Ja, und daher, willkommen erstmal zurück zu einem neuen Part. Mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Wir springen mal hier runter. Weil wir es können. Und was ist jetzt hier? Was wartet hier auf uns? Wir hatten auch im letzten Part einen Kampf gegen eine Uhr. Oh ja, ja, hier kommen... silberne... Gegner. Die aber nicht viel Schaden machen. Ist ja lustig. Konstrukt. Das sind alles dieselben Gegner. Nee, warte, das sind, ist doch die Ballbande. Stimmt. Das ist die Ballbande. Okay. Gegen die wirkungslos. Aber die anderen wurden sofort gekillt. Ist ja interessant. Mario, warum bist du nicht mit dem Hammer so stark? Ich habe doch den Ultrahammer ausgewählt. Aber dennoch ist Mario da nicht so stark, wie ich es mir erhoffe. Ich muss gleich nochmal nachgucken. Aber gut, ich habe das Timing da auch noch nicht so wirklich drauf. Wenn ich an Bowser gucke, Bowser mir angucke. Gut, der hatte jetzt eine höhere Verteidigung. Vielleicht war das der Grund. Uiuiui. Nein, ich war auf dieser komischen Plattform drauf, was ich nicht... Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt hier? Ja, moin. Ja, moin. Einfach eine komplette Heilung und so weiter und so fort. Okay, aber wie komme ich jetzt zu dem Ort, wo ich eben... Achso, auf das Ding drauf springen. Aha. Und ich will hier hoch, weil hier ist auch nochmal eine Heilung. Na toll. Eieiei. Okay. Los geht's. Hier auf das Ding drauf, genau. Und dann haben wir hier ein paar weitere Gegner, aber ich überspringe die Gegner. Ich will wissen, wie es hier weitergeht. Was seid... Okay, ihr seid interessante Gegner. Gegen die haben wir noch nicht gekämpft, da... Die greife ich an. Bohrkopf. Oh, sind alle anfällig und besiegt. Sehr schön. Und der gibt eine ganze Menge EP. Hier kann man EP farmen. Auch hier diese Sniffles, interessant. Ach, das waren die Gegner, die wir ja damals in... im Pilzpalast hatten. Die hatten wir ja damals im Pilzpalast. Bei der ersten Invasion am Anfang des Let's Plays. Das hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Machen wir dich erstmal weg. Du siehst mir ein bisschen zu gefährlich aus. Ja, ich schaue so ein bisschen das Timing mit Mario. Ja, von Combo her hat das funktioniert, aber ich glaube, ich hätte noch ein bisschen länger warten müssen. So, du bist zumindest schon mal fast besiegt. Dann müssen wir jetzt noch die Scheigers angreifen. Die Hüpferlinge. So, du bist auch weg. Mario schläft. Blutkugel ist mir egal. Und bam. Haben wir gegen die Gegner jeweils einmal gekämpft und jetzt kann ich weiterziehen. Ganz einfach. Geno hat bald ein Level up. Oh, hier kommen Pfeile runter. Das ist... Okay. Gegen ihm Schnier. Haufenweise Gegner jetzt so klonmäßig, kopiertmäßig. Sind alles Konstrukte. Ich mach mal wieder Blitzgewitter, vielleicht hilft das was. Oh, ihm Schnier ist wenigstens anfällig, das gefällt mir. Noch jetzt Vorstandflüsse hinterher. Bam. Aber bei dem einen daneben gegangen, aber ist nicht so schlimm. Du bist auch weg. King Klong. So hieß er damals. Ist schon eine Weile her inzwischen. So, auch besiegt. Sehr schön. Oh, der gibt auch ein bisschen mehr Geld. Also hier kann man echt EP farmen und so. Muss man schon fast sagen. Aber werden wir natürlich nicht machen. Ich überspringe ja manche Gegner ja nicht ohne Grund. Weil ich ja auch nicht zu stark jetzt werden möchte. So, wo kommen wir denn hier jetzt hin? Eieiei. Buhus haben wir hier. Hier eine Kiste. Royalsirup nehmen wir. Komm, wir kämpfen einmal gegen Buhu. Hat ein Dopp. Okay, krass. Ich mache erstmal nochmal Blitzgewitter.
Ja, stimmt ja, gegen den ist es ja wirkungslos. Na toll. Wir müssen aufpassen mit dem starken Feind. Den greife ich jetzt auch direkt. Machen wir. Komm, machen wir mal die Cooper, Robo-Cooper-Randale. Let's go. So, sehr schön. Macht jetzt nicht so viel Schaden wie erhofft. Das war mit Mario schon mal besser jetzt. Fand ich ganz gut. Bowser wird jetzt eine Menge Schaden kriegen, aber geht. Bam. Oh, die Brühe sind weg. Na, sehr schön. Das vereinfacht mir hier einiges, aber macht es nicht so dolle nervig. Das ist jetzt nervig, dass ich mit Mario nicht das Timing hinbekommen habe. Wow. Mach dich weg. Tschüss. Eieiei. Angriff erhöht. Ja gut, das wird mir jetzt nichts mehr bringen. Weil du bist jetzt auch weg. Autscha. Das war ein Kampf, der wirklich ein bisschen ouch weht hat. Oh, auf diese Plattform jetzt hier irgendwie rauf. Okay, passt. So, wohin führt... Achso, die führt mich wieder nach drüben. Ja, okay. Wieder auf diese Plattform rauf und... Eieiei, hier rüber, hier hin. Maximum-Pilz, nehmen wir mit. Ja, die Boosts lasse ich soweit alle aus. Sofern es mir möglich ist. Wir gehen weiter, wir gehen weiter. Ach du Eilier. Du hier. An dich können wir uns auch noch erinnern. Machen wir mal einen KP-Ring auf Mello. Werden wir zwar jetzt nicht viele KP kriegen. Ah doch, 116 geht eigentlich. Krass. Ja, greifen wir normal an. Kann es sein, dass wir hier nochmal gegen jeden Boss kämpfen? Was ein bisschen lame wäre, ehrlich gesagt. Aber könnte möglich sein. Okay, ah, es gibt blockiert. Ich muss jetzt mit Y angreifen. Dann machen wir mal den Donnerschock. Let's go. 129 Schaden. Ist bei uns allen blockiert, leider. Der muss sich mit BP-Attacken angreifen. Ah, wirkungslos. Sprung macht jetzt nicht so viel. Ein Glück. Ja, blockier was anderes. Ah, nee. Ah, ist immer noch blockiert. Jetzt mache ich Blitzgewitter. Hier, bitteschön. Jetzt machen wir hier mal einen Royal-Sirup. Ja, nee, machen wir Ahorn-Sirup. Damit ich wieder BP habe. Ich kann eh nicht mit AA arbeiten. Machen wir Feuerball, let's go. Bam. Ach, immer noch A? Ernsthaft? Denkt dir was anderes aus. Da kam Blitzgewitter wieder. Mit Bowser weiß ich schon, was ich gleich mache. Und zwar hier Erdkracher mal. Was muss ich überhaupt machen? Achso, im richtigen Moment. Ah, das... Habe ich nicht gescheckt. Oh, du bist fast besiegt. Sehr schön. Bitte sei besiegt. Nein, noch nicht. Dann Blitzgewitter, let's go. Immer noch nicht. Vorsteinflößer, let's go. Noch unnötig viele BP jetzt, die aufbrauchen. Du bist immer noch nicht besiegt. Mann! Jetzt aber. Ohne Art zu arbeiten ist schon doof. So, Level Up für Bowser. Alles klar. Ja, große Sprünge machen wir anscheinend bei den Leveln jetzt nicht mehr. Aber es ist nicht so schlimm. Och, nee. Okay, irgendwann komme ich halt in die Gegner rein. Aber wisst ihr was? Bei den Gegnern werde ich jetzt flüchten. Aber ja, so müssen sie halt natürlich erstmal alle angreifen. So, Items, hier, wo haben wir's? Wo ist denn das? Hier, Flüchteglück, genau. Habt ihr jetzt so wenig Bock, hier die ganze Zeit zu kämpfen? Irgendwie fühlt sich das gerade an, als würde sich das Spiel in die Länge strecken. So muss ich leider sagen, das... Hatte ich bisher noch nie das Gefühl in diesem Spiel? Nicht einmal, dass irgendwie was in die Länge gestreckt wird, aber gerade ordentlich. Gerade ordentlich. Man ist kurz davor... Och, nee, oder? Man ist kurz davor, überhaupt zu sagen, dass man jetzt beim Finale steht und dann jetzt hier nochmal sowas. Nee, gegen dich kämpfe ich jetzt nicht nochmal. Kannst du vergessen. Och, nee. Nee. Nee, nee, nee. Das machen wir nicht.
Unser schläft. Machen wir mal weiter hier. Items für Stückglück. Machen wir nicht, machen wir nicht. Zumal, weil das ja eigentlich ein Bosskampf ist. Finde ich jetzt hier ein bisschen lame. Okay, Speicherblock. Speicherblock, let's go, let's go, let's go. Das könnte jetzt hier mit der Strengung ein Ende haben. Gucken wir mal. Oder vielleicht auch nicht. Ne, hier gibt's noch weiter. Also das sind zumindest neue Gegner. Daher greife ich die ruhig mal an. Und welche Ninjas. Aua. Die auch gefährlich sind. Doch schneller als wir. Na gut, Ninjas sind eh schnell. Ja, die sind sogar Ninja. Ja, mein. Machen wir direkt mal den Vorstandflößer. Ich wollte mit Mello auch wieder angreifen, aber ich hatte ja zu Peach gewechselt. Ah. Daneben, na toll. So, du wechselst mal bitte zu Mello, weil ich möchte mit Mello halt Blitzgewitter machen. Wirkungslos! Was? Na gut, dann greifen wir halt normal an. Ich könnte noch mit Geno probieren. Geno-Diskus oder so einzusetzen, aber... Nee. Oh, jetzt sind hier zwei fast besiegt. Oh. Komm, der andere muss auch schauen. Ach, natürlich bei dem ausgerechnet daneben gegangen. Ist klar. Greifen nochmal an, wenn sie sterben. Das ist ja fies. Bäm. Und tschüss. Fiese Gegner. Gefallen mir auch die Gegner. Nicht, nein, gegen den kämpfen wir jetzt nicht. Und ich springe natürlich rein. Okay, ich kämpfe auch gegen ihn. Meinetwegen. Ich habe jetzt wirklich die Befürchtung, dass hier jeder Bossgegner einmal nochmal vorkommt, mindestens. Und dann spawnen die auch unendlich. Da kann man wirklich so viel farmen. Aber gut, für die, die vielleicht bisher viele Gegner übersprungen haben oder so, die ein bisschen anderen Level sind oder die auch nicht so gut sind im Spiel, für die ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ja, ich werde jetzt hier einfach draufhauen. Schon fast besiegt. Sehr schön. Vielleicht kriegt Mario jetzt den Rest hin. Sehr schön. Kampfanzahl. Ja gut, wir haben eine 10er-Kombo mal wieder. Ja, jetzt bin ich direkt da in diesen Gegner rein. Na toll. Ach, der eine flüchtet schon. Ja, mein. Und den anderen kriegen wir auch schnell down. Über 200 Schaden. Sehr schön. Ja. Das ging schnell. Das ging schnell. So, kann ich da jetzt runter? Was passiert jetzt? Was seid ihr für welche? Sie sind uns auf den Leim gegangen. Und wir haben gerade nichts zu tun. Zeit zum Spielen. Was? Ja, moin. Dann muss das hier aber eine Belohnung geben, weil das ist ja nicht der richtige Weg, oder wie ist das? Ich habe nicht so viele BP. Aber Blitzgewitter kann ich trotzdem auf beide machen. Mit Mello mache ich ruhig Blitzgewitter. Auf den einen nur ein KP Schaden? Ernsthaft? Bowser fürchtet sich. Na toll. Okay, dann greifen wir das mal ein bisschen normal an. Und ich würde vielleicht Bowser mal zu Peach gleich mal auswechseln. Oder Mello zu Peach. Wegen KP regenerieren. Mello zu Peach. Genau. Weil Bowser greift stärker an. Gut, er ist jetzt hier in dieser Forst drin, aber dennoch. Da greift er jetzt vielleicht nicht so doll an. Aber dann, sobald er da wieder raus ist. Nicht auf Bowser. Nee, doch auf Bowser. Nicht auf Mario. So passt das. So, Bowser ist dran. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass Peach dran ist, aber vielleicht, weil ich gewechselt hatte. Na, sehr gut. Na, ist jetzt auf Mario gegangen. Gut, dann machen wir halt Wiederkehr. Ist nicht so schlimm. Ob ich Heilung mache oder Wiederkehr, hat beides denselben Effekt. Und kostet beides nur auch nur 2 BP. Also ist nicht so schlimm. So, wir werden jetzt alle Schaden kriegen und zwar ordentlich. Eieiei. Oh, sehr schön. Bowser ist wieder komplett da. Dann greif an. Sehr schön. Versuche wirklich erstmal den einen down zu kriegen. Ich mach mal Gruppenknuddeln. Die paar BP, die ich noch habe, gut nutzen.
Kugelblitz? Ah, das kam jetzt so schnell an. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der Kugelblitz so schnell da ist. Bam. 99. Komm, der muss doch fast besiegt sein. Vielleicht mache ich... Wisst ihr was? Wir machen mal... Was haben wir hier? Ahornsirup. Ne, wir machen Royal-Sirup. Dann kann ich wieder schön BP einsetzen und dann werde ich mal vielleicht zu Geno gleich mal gehen. Und mit Geno mal sowas wie Diskus oder so einsetzen. Mit Mario gleich auch ein paar BP-Attacken. Also was. So, und zwar machen wir den... Haben wir den Ultrasprung mal? Wir machen den Ultrasprung. Ach, weil der eine down ist, ist jetzt die Attacke abgebrochen oder wie ist das? Miese Schufte seid ihr. Gegen mich habt ihr keine Chance. Was bist du jetzt hier? Ja, ist klar. Jetzt gibt's Saures. Collar Cobra. Na toll. Ich wechsle zu Geno und... Warte, habe ich jetzt hier zwei Gegner? Ich habe jetzt hier zwei... Och Mann. Ich habe das doch gemacht, damit ich nur noch einen Gegner habe. Machen wir trotzdem den Lichtsalbe mal. So, perfekt. Sehr schön. Dann kriegen beide Schaden. Nur 2 KP? Geht nur nochmal dran. Okay. Ja, wenigstens machen wir da so viel Schaden. Aber ich glaube, ich werde wieder Geno auswechseln. Weil mit seiner normalen Attacke kriege ich nicht hin, das zu timen. Ich mache mal Vorstandflößer mal. Vielleicht bringt das hier was. Gucken wir mal. Ach, natürlich wirkungslos. Okay, dann Sprung auf Collar Cobra. Auch nur ein KP. Was? Ich werde mal zu Mello wechseln und mal hier Gedankenleser einsetzen. Oder zu Peach wechseln und dann mal heilen. Ich werde erstmal zu Peach wechseln und jetzt erstmal die Heilung machen. Komm, knullen, let's go. Dann ist zumindest Bowser auch wieder normal. So. Greifen wir erstmal normal an. Ich werde Peach gleich zu Mello auswechseln. Sehr schön. Eisbrocken. Ha! Wunderbar. Bam und bam. Mario ist wieder dran. Ja, jetzt, ganz ehrlich, jetzt noch zu Mello zu wechseln, bringt nichts, weil wir jetzt so viel Schaden schon gemacht haben. Da vielleicht jetzt einfach draufhauen. Oh, 91 Schaden. Ernsthaft? Nein, Mario wird jetzt down gehen, ja. Mario ist down. Mario ist down. Aber auch die Schlange ist down. Sehr schön. Alles down. Wow. Eieiei. Okay, jetzt einfach weitergehen oder wie ist das? Ich dachte, ich war jetzt... Ne, warte, jetzt bin ich wieder... Ich gehe mal kurz in den anderen Raum hinein. Weil es muss doch eine Belohnung dafür jetzt geben, oder nicht? Hä? Bin ich denn hier jetzt gelandet? Warte mal. Was ist da oben jetzt in dem anderen Raum? Da geht's da auch noch hier weiter. Hä? Aha, okay. Guck mal, eine komplette Heilung. Na, immerhin. Immerhin eine komplette Heilung. Dann ist klar, dann ist das hier der normale Weg. Och nee, 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 nee. Raus hier aus dem Kampf. Dieser Gegner ist bei mir nervig hochziehen. Ich würde sagen, im nächsten Part geht's hier dann weiter. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin, euch schon einen schönen Tag und tschüss.